Und beginnen möchte ich mit einem Extrembotaniker. So kann man ihn tatsächlich bezeichnen. Heute werden Sie einen Mann kennenlernen, der sich mit Pflanzen auskennt wie kaum ein zweiter. Herzlich willkommen, Jürgen Feder. Kurzer Steckbrief, in Flensburg geboren, wo aufgewachsen? In Bielefeld aufgewachsen, mit 5 dahingezogen. Also ich bin eigentlich Ostwestfale, sieht man auch. An was? Ja, ein kerniges Kinn, ja. Energisch. Wir trinken auch mal gern Bier und wir sind viel draußen. Da habe ich Ihnen das falsche Getränk hier hingestellt. Das macht nichts, also so ist auch ganz gut. Muss ja auch nicht gleich wieder werden. Wie kamen Sie zum ersten Mal mit Pflanzen in Berührung? Also schon sehr relativ früh. Also mein Vater hat auch etwas Ähnliches gelernt, der ist auch Gärtner. Und also wir wurden schon mit 10, mit 8 immer rausgeprügelt. Wir mussten also Spaziergänge mitmachen, auch über den Teutoburger Wald mit kurzen Beinen. Ich weiß noch, meine Schwester, die war gerade geboren, die kam schon mit der Karre hinterher, mussten abwechselnd schieben über sandsteinige Wege. Und ich wusste schon mit 10 alle Getreidearten, viele Baumarten. Also wir wurden herangeführt, ganz normal, wie man vielleicht anderen erzählt, das ist Salz und das ist Zucker. Und jetzt muss ich mal ein paar Zahlen hier nehmen, weil man es gar nicht glaubt. Er hat in der Zwischenzeit über 800.000 Pflanzenfunde in Deutschland gesammelt. Das heißt, Sie nehmen mehr oder weniger alles mit oder selektieren Sie? Also das sind jetzt nicht einzelne Arten, so viele Arten gibt es in Deutschland nicht, aber diese Niedersachsen-Kartierung, wo ich herkomme, wo ich viel gemacht habe, das geht nach Rasterfeldern. Also wir kartieren nicht von Baden, angenommen Baden-Baden würde in Niedersachsen liegen, wir würden also nicht von Baden-Baden bis Hamburg kartieren. Das ist viel zu weit, viel zu große Strecke, da haben wir ja 5000 Arten schon auf der Strecke, sondern wir parzellieren das ganze Bundesgebiet in 5x5 Kilometer Quadrate. Und in jedem Quadrat gucken wir alle Arten, die wild wachsen, vorkommen. Und das schreiben Sie dann auf? Nein, wir haben eine Liste, sind alle Arten schon drauf, wir müssen anstreichen. Wird ein Strich drunter gemacht, die Art, die wir gerade finden, Strich, 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 Strich. Und wenn wir eine Art nicht mehr finden, dann kriegen wir einen Strich. Wenn die nicht drauf ist, dann ist schon mal was Besonderes. Dann müssen wir es hinten handschriftlich noch mal drauf machen. Also es gibt auch zum Beispiel aber auch Arten, die als Zierpflanze verwildern. Ich war jetzt in Stuttgart heute, da wachsen also ganz seltene oder auch Gartenpflanzen, so Margeriten, mitten auf den Verkehrsinseln. Also ich habe heute in Stuttgart ganz viel gelernt. Baden-Baden ist dazu zu klein. Das muss auch oft zu städtisch urban sein. Sie haben in Baden-Baden noch nicht geguckt. Was meinen Sie, was hier für Grünanlagen sind? Ja, das sind Großstädte, die ganz großen Städte, die 500.000er Städte, diese großen Metropolen. Die haben noch mehr zu bieten als Baden-Baden. Ist ländlich, ist auch schön. Da geht die Natur oft in die Stadt rein. Aber dass Pflanzen aus der Stadt dann ins Umgehen. Sie sprechen über eine Weltstadt. Wo ist denn Baden-Baden ländlich? Waren Sie hier schon mal in der Innenstadt? Haben Sie schon mal den Kurpark gesehen? Haben Sie die Lichtenthaler Allee gesehen? Sind Sie an der Oos vorbeigelaufen? Bin ich überall gewesen. Ja. Aber das ist zu schmal, Herr Elster. Ja. Sie müssen sich das vorstellen, diese Innenstadtkerne, diese Wärmeinseln. Berlin hat die größte Wärmeinsel auch in Deutschland als Stadt. Ja. Das sind dann 10 Kilometer im Durchmesser. Und da ist Baden-Baden ist langgestreckt, durch den Bach eben, durch den Fluss. Und das ist für zu viel Hitze auch also keine Sie Industrie. Haben 5 es ist zu wenig Punkte Industrie wieder gut hier. Gemacht, indem Sie die Industriebetriebe. Es müssen von dem E-Werk hier, da müssen 20, 30 müssen auf engstem Raum sein und dann noch mal ein Kohlekraftwerk und dann noch mal eine Kohlegrube und noch ein Steinbruch. Wenn das alles zusammenkommt und dann noch ein riesen Güterbahnhof und dann noch ein Flugplatz und dann noch ein Militärplatz, dann kriegen Sie viele Arten. Aha. Und das gibt's hier nicht. So, also, das gibt's hier nicht. Hören Sie mir auch mal zu. Ja. Kennen Sie jede Pflanze, die in Deutschland wächst? Nein, ich kenne nicht jede Pflanze. Es gibt einige Arten oder relativ viele Arten, die gibt es nur an 1, 2, 3 Stellen in ganz Deutschland. Ja. Ich bin auch nicht einer, der auf 3000 Meter Höhe nochmal den Gletscherhahnfuß sucht. Da müsste man dann auch noch jemanden dabei haben, der einem das Rüstzeug gibt. Es gibt Arten, die sind so hoch im Gebirge, da komme ich nicht hin. Also ich bin Flachland-Tiroler, ich bin Fahrradfahrer. Also Zugspitze mit Fahrrad hat es auch keiner gemacht. Wäre vielleicht auch mal eine reizvolle Aufgabe, aber es gibt viele Arten, die sind so selten und so eingenischt, so speziell, ja, dass ich die auch nicht gesehen habe. Und was ist das, was Sie hier bei uns rund das ums sind E-Werk häufige Arten, haben? Das sind halbhäufige Arten, aber es sind auch ein paar seltene dabei, zum Beispiel an den Autobahnen, auch in Baden-Württemberg, gibt es also schon Raritäten aus anderen Erdteilen sogar. Also diese gelbe hier zum Beispiel, das ist das schmalblättige Greiskraut, Kamera, hier, das gelbe. Das ist eine Art, die ist mit Baumwolle und mit Schafswolle aus Südafrika, in Deutschland, und ich komme aus Bremen, ich muss was mitbringen, das ist eine Bremer Art. Vor 40 Jahren als erstes in Bremen hat sie auf den Weg gemacht und ist jetzt in Baden-Württemberg auch schon. Und wie ist das hierher gekommen? Durch LKWs auf der Autobahn? Nein, Wollkämmereien brauchen Wolle, Schafswolle, und die ist praktisch in Südafrika geerntet worden, ist hier praktisch verarbeitet worden in Wollkämmereien. Und da, wo die Samen landen, da können sich die Arten auch erstmal ausbreiten. Bloß diese Art ist vor 150 Jahren schon mal gekommen, aber hat sie nicht ausgebreitet. Die hat 100 Jahre an dieser Wollkämmerei in Bremen verharrt. Es gibt mehrere
getrocknete Pflanzen bei uns im Überseemuseum, wo praktisch diese ganzen Pflanzen auch haltbar gemacht werden. Die hat sich nie ausgebreitet. Und plötzlich, und wir nehmen an, durch die etwas Klimaveränderung, durch die wärmeren Sommer, durch die längeren Herbste auch, hat die sich auf den Weg gemacht. Seit 40 Jahren marschiert die. Die ist aber schon 140 Jahre bei uns. Das heißt, es müssen bestimmte Voraussetzungen geschaffen werden an Klima, an Boden, an Bevölkerung, an Stadtverdichtung auch. Deswegen ist die Art in Baden-Baden nur am Bahnhof. Die wandert hier nicht in die City rein, weil es hier ist zu kalt. Die braucht richtig Hitze, die braucht richtig was unterm Schirm. Und das zieht, die macht Schluss in Oos. Ja. Was ist das denn hier? Das ist eine Brombeere. Das, darf ich das zurückstellen? Ja, ja, klar. Sie dürfen alles. Diese Brombeere hier, die kommt aus dem Kaukasus. Und die haben unsere Gastarbeiter vor 50 Jahren, die ersten Gastarbeiter aus Armenien, aus Kurdistan, die haben die mitgebracht. Das ist die Brombeere mit den größten Früchten, mit solchen Bollermännern. Und wenn Sie jemanden am Bahndamm essen sehen, entweder bin ich das, oder es ist einer von diesen Gastarbeitern, die nämlich doch kennen, dieser hat die größten Brombeeren mit den größten Früchten. Und haben Sie keine Angst vor einem Fuchsbandwurm? Überhaupt nicht. Nee. Wenn Sie dran denken, kriegen Sie ihn. Sie dürfen an sowas überhaupt nicht denken, ja, auch an Krankheiten nicht. Ich esse alles. Ich habe auch bestimmt schon giftige Sachen gegessen. Ich habe auch Hahnfüße schon gegessen, sogar vorm Fernsehen. Ich kipp davon nicht um. Und diese Brombeere, die ist so schmackhaft. Wenn Sie das einmal probiert haben, dann würden Sie es auch machen. Da kann man nicht dran denken, wer war da vorher. Und vor allem, es regnet ständig. Es wird auch wieder abgeregnet. Und dann sind die alle schön sauber und glänzen. Und wenn da im Hochsommer, wenn Sie richtig Durst haben und richtig Hunger und da sind dann 50 Dinger dran, dann hauen die sich nur so in den Mund rein. Wie als Kind früher mit den Blaubeeren. Ich bin mit Blaubeeren groß geworden und ich ernte und esse und ich ernähre mich oft auch von der Natur. Jetzt sind Sie dran. Danke mal. Sie haben ja hier ein sehr schönes Buch rausgegeben. 333 Pflanzen sind drin, bis 112 kam ich. Das ist wirklich sehr schön beschrieben. Und wer sich für Pflanzen interessiert, für den sollte es ein Muss sein. 112 Seiten hat er schon geschafft. Das ist echt klasse, weil es ist schwere Materie. Stimmt es, dass es 800 verschiedene Löwenzahnarten gibt? Das ist so aufgespalten, so. Also wir sind auch Pfennigfuchs, wir sind Korinthenkacker. Ich bin an sich auch ein Korinthenkacker, weil wir wollen das alles ganz genau wissen. Ob das jetzt 100 oder 500 oder 1000 Leute interessiert, ist gar nicht mal so wichtig. Aber wir wollen unsere ganze Artenvielfalt in Deutschland, wollen wir dokumentieren. Das ist eine Aufgabe. Tiere mögen viele und wir kennen fast alle Tierarten, aber die Pflanzenland ist oft schwieriger. Und die Löwenzähne bilden sogenannte Kleinarten. Löwenzahn ist nicht gleich Löwenzahn. Es gibt welche auf Sand, auf Kalk, in Sümpfen, in Mooren und die sehen alle etwas anders aus. Ich mag das auch nicht besonders. Ich kenne nur 30 von diesen 800. Welche von diesen vielen Pflanzen passt denn bei uns in den Salat? Also habe ich heute noch was gesammelt? Ja, hier, die Melde kann man reintun. Ja, also in Salat passt ganz überraschend viel. Knoblauchsrauke passt rein. Sie können Huflattich nehmen, Sie können Gänsemalven nehmen, Sie können Rauken nehmen, Sie können Wegerich nehmen. Das heißt, Sie können sich von Pflanzen ernähren? Ich könnte das. Also dieses Blatt ist jetzt eine Salatpflanze. Das ist verwandt mit unserem Spinat. Sieht man auch schon so ein bisschen. Können Sie essen. Ja. Ne, also in der Not, wenn Sie mal einen trockenen Mund haben, dann können Sie das nehmen. Aber wenn man diese Sachen auch pur isst, es ist immer wichtig, dass man nicht alles pur isst. Die Dosis ist echt entscheidend. Und es gibt viele Pflanzen, die sind scharf. Dann Sie sind wirklich ein Phänomen. Sie können auch noch mit vollem Mund reden. Muss ich ja. Das ist ja wirklich sensationell. Welche Pflanzen sollen wir besonders schützen? Sie haben doch mit Sicherheit um einige dieser Pflänzchen besondere Angst. Alles, was extreme Standorte einnimmt, sehr trocken, sehr nass, sehr nährstoffarm, auch sehr nährstoffreich. Also auch die Arten um den Müll, Misthaufen, wo die Gülle zusammenfließt, wo die Sickersäfte sammeln. Auch diese unsauren Plätze in Dörfern verschwinden immer mehr. Und diese Arten verschwinden. Die normalen, auf den mittleren Standorten, die sind an sich gesichert. Aber alles, was besonders auf alten Biotopen wächst, alte Wälder sind wertvoll, alte Wiesen sind wertvoll. Sie können eine super alte Wiese innerhalb von 5 Minuten umbrechen. Wenn Sie dann wieder diese Arten haben wollen, müssen Sie 1000 Jahre warten. Es gibt Untersuchungen, wo man einen Wald gerodet hat mit Waldmeister. Da waren dann 50 Jahre ein Acker und dann hat man wieder Bäume draufgesetzt. Jetzt raten Sie mal, wie lange der Waldmeister braucht, um da wieder reinzukommen. Obwohl er im Nachbarwald wächst. 300 Jahre, 200 Jahre braucht er. Das heißt, der Waldboden ist so ausgeklügelt über die Jahrzehnte, über die Jahrhunderte, über die Jahrtausende, dass viele, viele Pflanzen, die auch häufig sind, es nicht mehr zurückschaffen. Und wenn Sie so eine Liebe zu diesen Pflanzen entwickelt haben, dann kann es ja auch oft sein, dass Sie morgens um 5 abdampfen und bei den Pflanzen schlafen? Ja.
Wie sieht dann Ihre Ausrüstung aus? Also ich habe ein Fahrrad dabei, ich habe oben einen Fahrradkorb, da kommt eine Thermodecke rein, einen Schlafsack. In den Schlafsack, der sickt dann nach unten, durch das Fahren, durch das Ruckeln, rutscht die Thermosdecke nach oben und da habe ich meine Fressalien drin. Da ist meine Flasche Wasser drin, da sind meine Kekse drin, da ist meine Wurst drin. Und aus diesem Jackpot fahre ich immer und gucke ständig nach Pflanzen. Also wenn ein Tag im Juni hat 18 Stunden. Und Ihre Familie macht das mit? Nee. Also da ist auch eine Familie dran gescheitert, ja. Aber nicht so sehr, dass ich zu selten da war. Ich war noch zu häufig da. Und haben Sie denn Ihr... Sagt meine Ehemalige. Haben Sie denn Ihr Pflanzengen an die Kinder weitergegeben? Gar nicht. Also ich habe den natürlich weitergegeben. Die haben auch ein Herbarium gehabt mit 7, 8, 9. Die sind auch mal mitgekommen. Die haben sich auch interessiert für Wasserpflanzen. Wenn da mal ein Molch war oder ein Stichling, dann waren die auch zu begeistern. Aber irgendwann mit 12 haben sie gesagt, Papa, deine alten Pflanzen ewig. Und da habe ich auch gedacht, das wird nichts. Aber vielleicht kommt es noch. Aber eine Berufskrankheit haben Sie schon. Sie haben Borreliose. Borreliose habe ich schon lange. Virulent seit dem Anfang. Und wie wirkt sich die aus bei Ihnen? Gar nicht. Ich denke nicht dran, habe ich doch eben schon gesagt. Das heißt, wenn Sie jetzt in den Schwarzwald kommen, Sie wissen ja, in Baden-Württemberg sind wir ein besonders gefährdetes Gebiet, dann müssen Sie aber doch ein bisschen aufpassen. Deswegen komme ich am liebsten in Ihre Sendung. Und nicht in Schwarzwald. Sie meinen, hier kriegen Sie keine Zecken? Hier kriege ich keine Zecken. Okay. Nein, es ist schon ein Problem. Ich habe auch viele, ich habe 48 Zecken an einem Tag mal gehabt, das ist Rekord. Ich habe immer so 10, 20. Die lieben mich. Mich stechen auch die Mücken. Um mich herum werde ich nicht gestochen. Aber ich muss das ignorieren. Ich kann doch nicht sagen, ich habe die Borreliose oder ich habe Zecken und deswegen gehe ich nicht in die Natur. Ich muss in den Farnwald, ich muss in die strauchreichen Wälder rein und da sitzen die halt. Was empfehlen Sie denn einem Häuslebauer, der einen kleinen Garten hat, der nicht allzu groß ist, welche wilden Pflanzen er sich leisten soll? Also er sollte, ich bin durchaus auch für Zierpflanzen. Ich habe auch Gärtner gelernt, ich finde das schön, wenn es schön blüht und wenn da das Gras draus durchwächst oder zum Beispiel die Brombeere, das zu wuchern droht, da muss man was tun. Also je weiter man gucken kann, desto wilder sollte es werden, nach hinten. Wie ein Aquarium, da kommen die großen Sachen auch nach hinten und die empfindlichen kleinen Gewächse kommen nach vorne. Also gestuft nach hinten sollte man mal was wachsen lassen. Vorne an der Terrasse muss es gepflegt sein. Und wenn Sie Wildpflanzen haben wollen, Ihre Frage ist noch nicht beantwortet, da kann man Giersch nehmen, da kann man die Knoblauchsrauke nehmen, da kann man Schöllkraut nehmen. Das sind ganz viele schöne, blühende und langblühende Kräuter. Kann man aus dem Wald rausnehmen, das sind häufige Arten. Seltene Arten sollte man nicht ausgraben. Aber vieles ist häufig, das sieht man dann auch. Und vieles blüht sehr schön. Der Giersch ist ja der größte Feind der Kleingärtner. Wer kennt Giersch? Das ist doch eine wunderschöne Pflanze. Sie müssen Ihre Einstellung verändern. Sie müssen sagen, das ist schön, das blüht schön weiß. Und mal wachsen lassen. Und da, wo es nicht wächst, da machen Sie was. Ne? Das sind wenige Quadratmeter. Ich mache jetzt ein bisschen Werbung für die Arten. Nicht so viel anstrengen. Mehr betrachten, sich freuen, ja, und sagen, es gehört dazu, gehört zu uns. Ja? Und so mache ich das. Die gehören alle zu uns. Wann haben bei Ihnen in der Schule die Lehrer aufgehört, Ihnen was beizubringen? Also das waren aber nur einige Fächer. Geschichte, Erdkunde habe ich die Lehrer korrigiert und Kunstgeschichte auch. Also das sind meine Lieblingsfächer, Biologie natürlich auch. Aber Mathe 5, Physik 5, Chemie 5, abgewählt. Also bei uns konnte man ja ein Abitur noch machen mit abgewählten Fächern. Wenn das nicht gewesen wäre, hätte ich eine Note schlechteren Schnitt. Ich konnte das alles weg. Ich hatte Mathematik nicht mehr. Und jetzt die gute Deutsch Nachricht. Deutsch war ich auch gut. Wenn Sie diesen Mann kennenlernen wollen, das geht. Und zwar macht er Führungen. Im Internet kann man ihn buchen. Ja. Unter Ihrem Namen sind Sie zu finden? Ja. Und wie? Also ich habe eine normale Internetseite? Ja, ja. Unter Jürgen Feder. Ja, genau. Also ich biete Führung, ich bin also jetzt hier nicht in Baden-Baden, aber das können wir machen, nächstes Jahr, komm hierher. Okay. Versprochen, wir treffen uns. Wie viele Leute gehen da mit? Zwischen 5, ich war jetzt in Berlin, 5 Leute. In Berlin, 5 ja. Leute haben sich angemeldet. Aber auch 30. 40 30 ist zu viel, wir einigen uns 80, auf 15. 80 schaffe ich. Ich habe eine laute Stimme, Sie kommen ja kaum dazwischen und Sie sind Profi. Also bis 80. Also, im Internet geben wir bekannt, wann Sie am Bahnhof Oos ankommen und wie müssen wir ausgerüstet sein. Ich komme nächstes Jahr nach Baden-Baden, ist versprochen, wir machen eine Junikartierung, also Führung. Es geht darum, nicht um Pflanzen zu lernen. Es wird nicht mitgeschrieben bei mir, ist Verbot. Es wird nur zugehört und geguckt und geschmeckt. Wir essen und wir gucken. Und das ist das Wichtige. Es wird heute zu wenig vermittelt, mit Spaß und ohne Zwang. Es muss zwanglos sein. Hier sind 30 verschiedene Grasarten. Die können Sie gar nicht lernen. Die kann ich ja kaum lernen.
Und es geht darum, dass man vielleicht zwei davon gelernt hat oder mal gehört hat, dass es eine Quecke gibt und dass es ein Weidelgras gibt. Die eine ist quer und die andere ist längs. Und dass man so anfängt, mit kleinen Schritten sich an sowas heranzuwagen. Ich habe eine schlechte Nachricht für Sie. Welche? Ich habe noch 5 andere Gäste. Ja, natürlich. Halt, bleiben Sie hier. Das war Jürgen Feder, der Extrembotaniker.